Hallo und herzlich willkommen zu einem Premiere-Video der Sachsengriller. Wir haben es endlich mal geschafft, waren bei uns im Fleischgroßhandel und haben unser wahrlich erstes Stück dry-aged, 8 Wochen abgehangenes T-Bone Steak geleistet. Und was wir daraus gemacht haben und wie das geschmeckt hat, das zeigt euch sofort der André. Genau, und ihr werdet sehen, das Lächeln wird das ganze Video dabei bleiben. Auch ich werde heute den ganzen Tag lächeln. Ja, du sabberst auch schon langsam, ne? Nur wenig. Viel Spaß. Viel Spaß. Für unser T-Bone Steak brauchen wir heute gar nicht so viel. Hier sind so unsere Favoriten. Das sind 2x750 Gramm reinstes Rindfleisch. Wie wir schon vorher gesagt haben, 8 Wochen abgehangen, gereift. Dazu, nur zum Würzen, haben wir hier Pfeffer. Und dann haben wir mal ein gutes Salz rausgeholt, das Flor de Salt aus Mallorca. Und wie es weitergeht, am Grill. Unser herrliches Stück Fleisch, was ihr jetzt gerade seht, werden wir jetzt vor dem Grillen noch ein kleines bisschen würzen mit unserem Salz. Auch das Filet, Stückchen hier drüben, kommt noch ein bisschen ab. Ja, auch. Wir werden es ein kleines bisschen anpressen. Die andere Seite auch. Und dann geht es schon ab zum Grill. Und da werdet ihr ein kleines bisschen überrascht sein. Wir werden es ein kleines bisschen anders zubereiten, als wir es kennen. Ja, am Grill seht ihr die Besonderheit. Wir haben hier eine Pfanne stehen. Die haben wir jetzt natürlich im direkten Bereich richtig schön heiß gemacht. Als nächstes kommt mal ein kleines bisschen Trennspray auf den Boden rein. Ein kleines bisschen. Mhm. Und dazu gesellt sich jetzt unser erstes T-Bone Steak. Seht natürlich, unsere Pfanne ist ein kleines bisschen zu klein für alle beide. Deswegen werden wir die jetzt nacheinander schön von beiden Seiten ca. 90 Sekunden pro Seite angrillen. Der Grund, warum wir das in dieser Pfanne gemacht haben, ist der folgende. In der Pfanne haben wir eine glatte Fläche, wo wir das Fleisch komplett mit einmal verschließen, sodass kein Saft nirgendwo mehr raustreten kann. Auf dem Grillrost ist ja so, da hat man die Stäbe hier, die sind ein bisschen heißer, dazwischen ein bisschen kälter. Und da könnte noch ein kleines bisschen Saft austreten. Wir wollen das verhindern. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, unser schönes Grillmuster werden wir nicht drauf haben. Aber darauf kann man, glaube ich, verzichten, wenn der Geschmack stimmt. Genau, weil ein Grillmuster schmeckt ja nicht. So, jetzt dürfen wir bloß nicht das Gequatsche, oder besser durch das Gequatsche die Zeit vergessen. 90 Sekunden wollten wir es lassen pro Seite. Beim Drehen seid ihr mit dabei. 90 Sekunden sind vorbei. Wir werden mal rumdrehen. Oh ja, sieht gut aus. Nächsten 90 Sekunden und dann sehen wir uns schon wieder. Unsere zwei Steaks sind jetzt angebraten in der... Das sind doch keine Steaks. Was denn da? Das ist ein T-Bone. Ah, T-Bone Steak. Die haben wir jetzt natürlich angebraten. Jetzt kommen sie auf unseren Grill in den indirekten Bereich. In das zweite T-Bone Steak. Korrekt. Haben wir, ich leg's mal so rum, unser Thermometer reingemacht. Wir wollen das natürlich Medium haben. Das bedeutet ein Kerntemperaturbereich zwischen 54 bis 56 Grad. Wir haben uns für die goldene Mitte entschieden. Bei 55 Grad werden wir euch natürlich mit dazu holen. 55 Grad sind erreicht bei uns in T-Bone Steak. Dry-aged. Ei Gott, sehen die geil aus. Die sehen nicht nur geil aus, die riechen verdammt geil. Was wollen wir jetzt machen? Wir nehmen sie erstmal runter vom Grill. Werden sie von diesem Thermometer befreien. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ups, passt auf, wenn ihr das Thermometer reinsteckt, dass es nicht am Knochen anliegt, weil ansonsten habt ihr eine falsche Gradanzahl. Wir werden jetzt den Grill noch ganz schnell umrüsten auf direkte Zone und dann zeigen wir euch noch, wie es weitergeht. So, was müssen wir jetzt noch machen mit unseren T-Bone Steaks? Dry-aged. Ah,
Ihr seht hier die Fettschicht, die wollen wir natürlich auch noch ein kleines bisschen knusprig haben, ein paar Röster rum dran machen. Die stellen wir auf direkte Hitze. Mal ein kleines bisschen angrillen. Unser zweites T-Bone Steak haben wir jetzt auch schön angekokelt auf der Fettseite. Jetzt nehmen wir es runter und wir werden es jetzt nochmal 5 Minuten ruhen lassen. Und dann ist aber wirklich langsam Zeit für einen Anschnitt. Maximal 5 Minuten. Unser Dry Age T-Bone Steak hat sich nun 5 Minuten entspannt. Jetzt schneiden wir es mal rechts und links am Knochen herunter. Ui. Genau am Knochen lang. Wir wollen nichts verschenken. Aber ich kann euch eins sagen, das geht durch wie Butter. So, der Filetanteil noch. Mal schauen, hier hinten ist nämlich noch ein kleiner Knochen. Uiuiuiui. Margo, hier kannst du dich auf irgendwas gespannt machen. Ich bin gespannt wie Bolle. Was passiert jetzt noch? Wir werden jetzt noch ein paar Tranchen runterschneiden, noch ein kleines bisschen mit Pfeffer abwürzen und dann wird es langsam wirklich Zeit. So, wir haben uns entschieden, doch euch das zu zeigen, wie wir das in Tranchen schneiden. Ich schneide mal ganz kurz in der Mitte durch, damit wir erstmal sehen, wie saftig das aussieht. Also absolut genial geworden. Ich würde sagen, gelungen. Hoffentlich schmeckt das auch so. So, noch ein paar schöne Tranchen abschneiden und dann aber wirklich jetzt. Dieses fantastische Stück Dry-Aged T-Bone Steak hat es endlich geschafft, ist fertig geworden und hat nun das Glück, von uns verspeist zu werden. Was für ein Glück haben wir. Diese Premiere. Wir haben bloß noch ein bisschen Pfeffer drauf getan. Hat sich gelohnt. Also alles außer Pfeffer und Salz hier drauf zu schmeißen, zu schmieren, zu sprühen etc. wäre einfach ein Frevel. Schon der Fettanteil hier ringsrum, der schmeckt sowas von schmeckt lecker. Schmeckt lecker. Es ist wirklich, im Gegensatz zum normalen Fleisch, also für uns ist es wirklich das erste Mal, leicht nussiger Geschmack. Bringt wirklich einen richtig schönen, herben Rindfleischgeschmack auch mit raus. Also man kann wirklich bloß sagen, das ist einfach sensationell. Dry Age, wir haben es wirklich vorher noch nie probiert. Wir kannten den Unterschied nicht vom ganz normalen T-Bone zum Dry Age T-Bone Steak. Absolut genial. Das Geld, das lohnt sich auf jeden Fall, oder Marco? Definitiv, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, das ist absolut genial. Nehmen wir noch ein Stück. Ich glaube, heute werden wir auch unser Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht rausbekommen. Das ist absolut genial. Auch hier ist natürlich das Nachmachen empfohlen. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat und auch das Stück Fleisch, so wie uns, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Wir werden weiterhin Sachen vom Rost zaubern und wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau. Bis zum nächsten Mal, oder? Nächsten Mal. Ich bin völlig durcheinander, was das Fleisch angeht. Bis zum nächsten Mal, eure Sachsengriller, André und Marco. Ciao. Ciao.